Hallo, ihr Leute. So, das ist Ferien für 6. Und ich will hier an der Fitness trainieren. Wir werden so frei, aber wir sind am Gang mit Bauen und dann noch Rendezvous. Und dann gehen wir mit der Schicht arbeiten. Das heißt, ich muss für den fertig sein. Und ich will nicht nochmal einen mit, wenn ich so frei trainieren mit zum Hamstrings halt. Ich habe nicht gegessen. Ja, weil wenn ich noch gegessen habe, dann ging es wahrscheinlich noch kübeln. Das ist mir aber dann ein bisschen zu frei. Ich bin nicht so ein neues Essen. Und ich muss schon ein bisschen allen drum gewinnen, überhaupt neues zu essen. Von daher trainiere ich noch ein, weil das viel mehr Spaß daraus. Und ich esse dann noch. Bis dann. Ciao. Durch mein Training strenke ich mein Post-Workout-Shake und dann ich habe es gesagt, ich habe schon vergessen. Ich habe so Hunger. Das ist eine Uhr und dann fahre ich heim und dann denke ich, wenn ich heim gekommen bin, dann kann ich essen. Und ja, dann ist das Training für heute schon gelaufen. Just den Abend oder Abend, ich muss noch mein Hit-Cardio machen. Den mache ich heim um Velo. Ja. Ich wollte halt nicht um 3, halbe Feier abstehen, für mein Hit-Cardio zu machen, zu essen, dann zu trainieren. Nein, kein Cardio. Das ist viel anders. Ein bisschen Pause dazwischen, also okay. Von du her. Ja. Hallo, ihr Leute, willkommen zurück an meinem Vlog.
Halt, mit der Mathe von mir, von der Kusch, das war also nicht so geplant. Halt, als Freitag. Ich hatte frische Morgen und da war alles okay und da wollte ich trainieren gehen. Und da sind mir aber schlecht gehen. Also, so richtig schlecht. Ich gehe nicht an Details. Mehr, ja, und ich mein Training ein bisschen aufbrechen. Und da sind ich heim auf den Kanapé gekommen, weil, tja, wenn der Körper sieht, nope. Dann muss ich darüber lauschen. Das war ja wieder ein Feld. Es geht mir noch ein bisschen besser. Ich denke, dass es wahrscheinlich jeder so eben, ja, die Tension, der Blutdruck, irgendetwas in der Richtung. Also, aber gesund ist es definitiv nicht. Aber ich habe auch nie gesagt, dass ein Wettkampf nicht gesund ist. Voilà. Sonst für den Rest geht es mir eigentlich gut. Die hat gerade mein Hamstrings-Training gesehen. Den ist ja noch von letzter Woche, aber das ist ja egal. Ja, körperlich geht es vier Runden. Wir haben nur noch drei Wochen und zwei Tage, für genau zu sehen. Der Dienst wird aus, also hey, was ist damit gesagt? Aber Körper hier sind ich okay, strichen dann da ziemlich sehr aus. Aber immer noch Problem Bein. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten drei Wochen effektiv noch ein bisschen etwas von den Beinen rauf könnt und da vielleicht auch Wasser raus könnt. Und das hat dann gut ausgesagt. Ich stehe der Ball voll fest, ich gehe nicht auf Bühnen, wenn ich bei 80% sind. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen entscheidet sich dann noch, ob ich auf Bühnen gehe. Nur in der aktuellen Form nicht. Aber falls ich nicht so auf Bühnen gehe in drei Wochen, und ich einfach einen Plan B. Das wird der Sinn Deutschland. Mehr weiteres, wenn ich mal wie sicher sehen, dass ich das machen kann. Aber voilà, das wird dann 4 Wochen drauf. Das heißt, an insgesamt 7 Wochen, das müsste du sich durchgehen, für dann ein Kehr einen guten Schritt nach 4 zu machen. Aber ich muss natürlich gucken, was mein Körper sieht, ob den überhaupt noch mal möchte und ob das besser klappt. Ja, für den Rest, erstens technisch hat sich nicht geändert. Ich war bis 4 Uhr kurz im Lohner ab. Feierdisch Low Carb, wird aber noch lange nicht Low Carb. Also schon immer noch bis minus 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. An einem Tag high. An los sind ich auf 5 Tage low und 2 Tage high. Dann gucken wir, wie mein Körper reagiert. Die letzte Woche war die allererste Kehr, dass mein Körper noch einem Hagen Dach mit einem neuen, also mit einem leichtesten Gewicht, den anderen Dach reagiert wird. Das ist bis weil hat immer noch einem Heudach, hat ich dann aber 200-300 Gramm mehr, wie die Tisch für drin, weil ich da noch mehr ist, was irgendwo verständlich ist. Aber laut letzte Woche war es so, dass ich mein Heudach hatte. Bis 4 Uhr im Heudach hat sich nichts getan, um mein Gewicht. Und den Dach, nur im Heudach, war ich 1 Kilo. Dafür machen wir nochmal 2. Hey, stehe ich und ich gucke, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass mein Körper da noch mehr darauf reagiert, dass er normal ist. Ausgezerrt, also nutzt den sämtlichen Energien, die ihn rankriegt, für das direkt umzusetzen. Und dann gehen wir weiter. Hey, da kommt so auch einer, Moje. Da, guck. Guck da. Ja, mein Treibegleiter. Sus. Meine Launen schwenken an, ein bisschen asozial zu gehen. Dass ich die Leute nämlich verdrohen, dass ich viele Länge sehen und meine Ruhe holen. Ich kann das schon von der letzten Prep. Das ist normal. Ja, und es sind mit, und ich kann aber nicht wirklich schlafen. Das ist auch etwas, was ich von der letzten Prep noch kennen. Aber ich muss so ein. Ich stehe mich das kein mehr wie die letzte Woche. Ja. Ich weiß aber nicht, wie war. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach war vielleicht zu viel zur Kompetition dann irgendwie auch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall beißt es nicht auf die Zahn. Schon nicht die letzte Woche neue Gas gehen für Lo in den nächsten 3 Wochen alles lupen zu lassen. Ich beiße noch Zahn und ich ziehe da durch. Und, dann gucken wir, wo wir in 3 Wochen stehen. Viel gespannt. Dir auch. Ah, das wollte ich noch so. Übrigens,
Mich hat letzte Woche einen angeschrieben und mich gefragt, wo ich meine Motivation hier hole. Und da habe ich gedacht, das wäre doch ein flotter Aufschluss für dieses Video. Also meine aktuelle Hauptmotivation ist, dass ich an 3 Wochen in einem ziemlich knappen Bikini auf einer Bühne stehe und mein halbplackigen Arsch fremde Leute sozusagen ans Gesicht halte. Das ist mal für mich Motivation genug. Aber wenn wir das dem Quelle mal wegschwellen, sind ich auch mal mehr sicher aufgestanden, für laufen zu gehen oder mein Cardio zu machen oder trainieren zu gehen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich persönlich kann das nicht mehr ohne Sport. Das geht eine Sucht. Aber für mich gehört das einfach dazu. Wenn ich keinen Sport kann machen kann, bin ich grantig und unausstehlich. Also machen es schon. Es ist auch das, wo ich dann nicht gehen, weil ich einfach zu mitziehen und keine Lust tun. Oder auch einfach meinen Arsch nicht aus dem Bett kriegen. Das ist normal, das geschieht schon für lange. Mehr so kleine Tüten, die mir geholfen haben, wenn ich gemerkt habe, Motivation ist gerade nicht so heiß, dann habe ich mir schon mal dafür meine Kleider präpariert. Wenn ich dann abgestanden bin, dann sind sie meine Kleider gegangen. Und ich habe sie nicht geduldet, dann habe ich schon direkt schlecht gewusst, weil sie leider nicht prato für nicht prato zu leiden. Und was ich persönlich auch weiß, das ist einfach das Gefühl, das Glücksgefühl, wenn es das dann nicht gesprüht ist. Wenn es das gemacht ist. Wenn es da einfach den paar Kilometer laufen willst oder ob der Velo geklommen ist und du noch raufklemmst und siehst, so, das ist schon mein für heute gemacht. Und dann, so wie zum Beispiel auf der Freischichten oder so, sehe ich etwas, halt so stehe ich dann am Feierabend, ich mache etwas. Und dann kann ich mit diesem 2 heim gehen und ich weiß, schlecht mit zu machen. Ich habe gedacht, für mich, ich komme auf den Kanapé, ich kann hungern, ich kann Fernsehen gucken, ich kann egal was machen. Und die To-Do-List, die ist aufgehakt. Und allein das Gefühl, das geht mir durch, dass ich meine Arsch aus dem Bett bewegen und nicht machen. Dann, wenn gut nicht mehr geht, zum Beispiel an der letzten Prep für mein Cardio zu machen, als meine Freundin von mir mitgegangen, die Laura. Das hat eben noch um 8 Uhr angefangen mit zu arbeiten, ich schon um 7 Uhr angefangen mit zu arbeiten, mir tut echt ein bisschen Dose für eine Sache zu präparieren. Ergo ist der Zeit gut abgegangen und wir haben um 5:30 am Pain getroffen und dann haben wir auch da nicht viel gelabert, weil wir waren frei, wir sind auf die Laufbahn gekommen und wir haben unser Cardio gemacht, wir waren zusammen, wir hatten ein Rendezvous mit ihnen und ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nicht gegangen wäre. Und ich hatte gewusst, was da auf mich. Und umgedreht natürlich auch. Ne? So zieht einen den anderen mit. Natürlich doch Rendezvous mit Leuten ausmachen, das ist immer eine gute Sache für so einen kleinen Motivationspush. Da kann dein Ziel eine Motivation sein, wenn du zum Beispiel irgendeinen Lauf mitlebst. Dann schätze ich nur von Laufen, weil das für mich die schwerste Cardio aus Laufen zu gehen. Für mich persönlich. Dafür assoziieren ist es dumm. Ich habe schon ein Velo am Apartment stehen. Ich kann zwar im Moment auf den Velo klammern, manchmal auch nicht permanent, weil irgendwann hat die Zeit auch langweilig. Ich könnte dafür probieren, ein bisschen aufzuwechseln. Wir laufen, schlafen uns gerne, ich bin am Gang gesehen. Und aber ist es den anstrengendste Cardio für mich, ergo den ich am meisten von mir wegschiebe und prokrastinieren. Also, und probieren nicht zu machen. Wenn du aber natürlich weißt, dass du semi zu laufen hast, dann du willst nicht an Ziel getrippelt kommen, da gehst du auch laufen. Weil du weißt, den Datum könnte man mir noch, ich muss ein bisschen Gas geben, sonst sind die letzte Pfeif. Noch eine Motivation, als zum Beispiel sich mal etwas zu belohnen, bei den weil den sich nicht all das gönnt. Ich weiß nicht, ein Waffeln muss. Und dann ist es so, gehst laufen und dann musst du gut waffeln. Oder irgendein Dessert oder irgendetwas, was nicht gerade ganz Kalorienbilanz auf den Kopf gehalten. Geht ja auch nicht darum, das Laufen zu gehen, für sich dann eine Pizza von 2500 Kalorien ranzustechen. So ist das nicht gemeint. Mir einfach irgendein Kleinigkeit, weil den sich nicht immer gönnt, wenn sich dann einfach sieht, hey, das ist da meine Motivation. Hilft dein Arsch. Gelaufen und da gönnst du das noch. Ja, sonst fällt mir noch weiter nicht. Aber wenn euch natürlich etwas auffällt, dann könnt ihr da doch gerne drinnen schreiben.
Das sind nur mal meine, ich ging so ein Feier, groß Tipps für die Leute, die gerade Motivationslachen an. Für die, die nur eine lange Zeit etwas gemacht und dann irgendwann an Motivationslachen fallen. Das ist auch mal okay, sein Körper eine Woche lang keinen Sport umzudrehen. Oder zwei Wochen. Oder manchmal noch drei Wochen. Also wenn man nur Krafttraining macht, dass an Studien bewiesen gehen, dass die Muskeln sich recht aufhängen, nur drei Wochen aufzubauen. Das heißt, da können auch drei Wochen ohne Sport überleben, ohne dass Muskeln da verschwanden und dann eine harte Arbeit für nichts weil. Das heißt, voilà, gönn dir schon mal eine Auszeit, gönn dir am Körper die Pause, das ist wichtig. Das ist gut für die Regeneration. Heute du also in einer Woche Pause besser, mehr sicher, mehr motiviert und kriegst dann noch mehr Arbeit gemacht, wie wenn ihr das dann einfach durchzieht und sich zwingt. Soll ja auch irgendwo ein bisschen Spaß machen. Mehr der Spaß könnte meistens von dem Besuch gefangen wird. Voilà. Ja, das war es mit meinem Vlog. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel geschockt mit meinem kranken Gesicht. Und für den Rest wünsche ich euch dann noch einen schönen Weekend. Ciao, ciao!